Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Hello and a wonderful good morning. Welcome to the meeting the Holy Spirit and His guidance. Ich freue mich wieder heute hier mit euch im Meeting zu sein. I'm happy to be here with you again together in this meeting. Heute nehmen wir folgende Sätze durch. Today we will go through the following sentences. Ein Kurs in Wundern, erschienen im Greuthof Verlag. A Course in Miracles, published by Greuthof Verlag. Herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Released by the Foundation for Inner Peace. Textbuch Kapitel 15. Text Chapter 15. Der heilige Augenblick. The Holy Instant. Jetzt Absatz 5. Paragraph 5. Sätze 1 bis 5. Sentences 1 to 5. Wir verbinden uns erstmal im Geist und lassen dem Heiligen Geist die Führung übernehmen. First we connect in spirit and let the Holy Spirit take over the guidance. Indem wir innerlich sagen, by saying inwardly, lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. I will step back and let him lead the way. Wir lockern den Nacken. We loosen our neck. Lassen einen Zeitabschnitt unbesetzt. Leave a moment in time unoccupied. Lassen den Körper leer werden. We let the body become empty. So dass Gott leicht eintreten kann. So that God can enter easily. Wir fühlen uns innerlich ein. We feel within. Warten einen Augenblick. We wait a moment. Ja, okay. Ja, dann kommen wir jetzt zur Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? We come to the feedback round. Nihira, how do you feel right now? Ich fühle mich gut und ja, Freude ist auch da. I feel good and there is joy also. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Füllen uns ein. We feel within. Dann kommen wir zu meinem Feedback. We come to my feedback. Es geht mir gut und ich bin dankbar und im Frieden. I feel good, grateful and at peace. Wir fühlen uns ein. We feel within. Dann kommen wir jetzt zu der Textbuchvorlesung erstmal. Then we start by reading the text. Satz 1. Sentence 1. Diese Kette ist es, die den Sohn Gottes an die Schuld bindet, und diese Kette ist es, die der Heilige Geist aus seinem Heiligen Geist entfernen möchte. In this chain that binds the Son of God to guilt, and it is this chain the Holy Spirit would remove from his holy mind. Satz 2. Sentence 2. Denn die Kette der Brutalität gehört nicht, um den auserwählten Gastgeber Gottes, der sich nicht zu das Ego des Ego-Gastgeber machen kann. For the chain of savagery belongs not around the chosen host of God, who cannot make himself host to the ego. Wir fühlen uns ein. We feel within.
versuchen vom Verstehen wollen als das Haben wollen loszulassen. And we try to let go from the wanting to understand as being the wanting to have. Geben uns hin. We surrender. Und lassen die Erkenntnis in uns aufdämmern. And we let the knowledge dawn within us. Satz 3. Sentence 3. Im Namen seiner Befreiung und in dessen Namen, der ihn befreien möchte, wollen wir die Beziehungen, die das Ego ersinnt, genauer betrachten und sie vom Heiligen Geist wahrheitsgemäß beurteilen lassen. In the name of his release and in the name of him who would release him, let us look more closely at the relationships the ego contrives and let the Holy Spirit judge them truly. Wir schauen uns gemeinsam mit dem Heiligen Geist die Beziehungen, die das Ego ersinnt, an. Together with the Holy Spirit, we look at those relationships. Lassen uns also einen Moment Zeit. So we take a moment of time for this. Und fühlen uns ein. And we feel within. Satz 4. Sentence 4. Denn es steht fest, dass, wenn du sie dir ansiehst, du sie ihm freudig anbieten wirst. For it is certain that if you will look at them, you will offer them gladly to him. Wir schauen in den Geist. We look into our mind. Und übergeben die Beziehungen, die das Ego ersinnt, in die Hände des Heiligen Geistes. And we give those relationships the ego contrives into the hands of the Holy Spirit. Und lassen den Heiligen Geist den Aufhebungsprozess machen. And we allow the Holy Spirit to do the process of undoing. Wir laden den Heiligen Geist in die Beziehungen ein, die das Ego ersinnt. We invite the Holy Spirit into the relationships being which the ego contrives. Wir fühlen uns ein. We feel within. Lassen zu, dass der Heilige Geist in die Beziehungen einzieht. We allow the Holy Spirit to move into those relationships. Fühlen uns ein. We feel within. Öffnen den Geist. Open our mind. Und lassen den Heiligen Geist ganz einziehen. And we let the Holy Spirit completely move in. Satz 5. Sentence 5. Was er jetzt aus ihnen machen kann, das weißt du nicht. Aber du wirst willens werden, es herauszufinden, wenn du zuerst gewillt bist, das wahrzunehmen, was du aus ihnen gemacht hast. What he can make of them, you don't know, but you will become willing to find out, if you are willing first, to perceive what you have made of them. Wir fühlen uns ein. We feel within. Und lassen uns vom Heiligen Geist genau das zeigen.
And we let the Holy Spirit exactly show us this. Was wir aus ihnen gemacht haben. What we have made of them. Und wir lassen ihn das machen. And we let him do. Aus ihnen. And we let him make of them. Was er aus ihnen machen wird. What he will make of them. Ja, für heute ist das Meeting an dieser Stelle beendet, weil es benötigt keine Erklärung, sondern es benötigt jetzt nur eine Erfahrung. Setz dich also hin und mache diese Erfahrung, so wie wir es in dem Meeting trainiert haben. For today, this meeting is finished. We don't need any further explanation. We simply need to make and to have an experience the way how I taught you. So you need to sit down and practice it. Nimm dir jede einzelne Beziehung, die du mit dem Ego ersinnt hast. Take each and every single relationship that you contrived with the ego. Und lasse dir vom Heiligen Geist zeigen, was du daraus gemacht hast. And let the Holy Spirit show you what you made of them. Und dann lasse ihn das daraus machen, was er daraus machen möchte. And then let him make of them what he wants to make of them. Er möchte aus allen eine heilige Beziehung machen. He wants to make of all of them a holy relationship. Es ist eine heilige Beziehung mit Gott. It is one holy relationship with God. Die du mit allen und jeden hier hast. You are having with all and each and everyone. Den Sohn Gottes in einem jeden zu sehen. To see the Son of God in each and everyone. Bedeutet auch den Christus, das Antlitz Christi in allem und in jedem wiederzuerkennen. Also means to see and to recognize the face of Christ and Christ in each and everyone. Und das ist die heilige Beziehung. And this is the holy relationship. Wir fühlen uns noch einmal zum Schluss ein in unser Herz. To finish, we still feel once more within, we feel into our heart. Kommen wir nochmal zu einer letzten Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? We come to a last feedback round. Nihira, how do you feel right now in this moment? Ich fühle mich ruhig und friedlich und dankbar. I feel quiet, peaceful and grateful. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Wir fühlen uns ein. We feel within. Dann kommen wir zu meinem Feedback. We come to my feedback. Ja, ich fühle mich ein Herz geöffnet. I feel my heart has opened. Und Frieden. And I feel peace. Und Dankbarkeit. And gratefulness. Wir fühlen uns ein. We feel within.
Okay, dann wünsche ich einen wunderbaren Tag in der Show, Christi. I wish you a wonderful day in the vision of Christ. Ciao.